Herzlich willkommen zur Vorlesung Gefährliche Keime auf dem Vormarsch. Ich möchte mit Ihnen heute besprechen die Bedeutung der Infektionserreger für die Menschheit, speziell Bakterien, dann die Antibiotika als unsere schärfste Waffe gegen bakterielle Infektionserkrankungen und die Entstehung von mehr und mehr resistenten pathogenen Keimen, die wir leider beobachten in den letzten Jahren. Und was wir dagegen vielleicht tun können. Lassen wir uns beginnen mit einem kurzen historischen Abriss. Sie werden alle sich erinnern, es gab riesige Infektionsepidemien in der Menschheit durchweg durch die Menschheitsgeschichte. Es war also schon immer ein riesiges Problem. Sie werden sich erinnern an die Pest, den Schwarzen Tod, der über weite Landstriche in Europa bis zu ein Drittel der Bevölkerung ausradiert hat vor mehreren hundert Jahren. Und er kam in Wellen und Wellen und Wellen. Dann werden Ihnen sicherlich Typhus und Cholera ein Begriff sein. Die wurden ein besonderes Problem, als die Menschen mehr und mehr in Städte gezogen sind und dort keine ausreichend gute Trinkwasserversorgung zur Verfügung stand. Diese Probleme haben wir auch heutzutage noch. Wenn wir in Krisenregionen plötzlich die Wasserversorgung zusammenbrechen haben, dann sind Cholera- und Typhusausbrüche ganz typisch vor Ort zu beobachten. Das ist also durchaus noch ein aktuelles Problem und ganz aktuell immer noch, seit Jahrtausenden und immer noch heute, die Tuberkulose. Tuberkulose als eine Lungenbakterieninfektion wird auch heute noch weltweit etwa 10 Millionen Mal Menschen pro Jahr infizieren und zu knapp 2 Millionen Todesopfern pro Jahr führen. Die Infektionskrankheiten durch Bakterien sind also auch selbst heute immer noch aktuell. Wir haben allerdings in den letzten 120 Jahren enorme Fortschritte bei der Bekämpfung der Bakterieninfektionen gemacht. Und das kann man sehr schön an der folgenden Grafik sich anschauen. Auf der linken Seite sind die Todesursachen, die 10 häufigsten Todesursachen in den USA zu sehen, wie wir sie um 1900 gefunden haben, gerade zum Zeitpunkt der Entdeckung von Bakterien als Krankheitserregern. Dort waren die Bakterien noch voll am Wüten. Und wir sehen, dass unter den Top 10 Todesursachen in den USA fünf Infektionskrankheiten zu sehen sind. Und die drei führenden Todesursachen sind häufig auch durch Bakterien verursachte Infekte der Lungenwege, die Tuberkulose ganz speziell, wie eben schon erwähnt, und Darminfektionen. Und jetzt schauen wir uns auf der rechten Seite dieselbe Statistik für das Jahr 2000 an. Und es haben sich zwei Dinge geändert. Zum einen sehen wir, dass die Infektionskrankheiten, für Sie hier in Rot markiert, massiv abgenommen haben. Sie sind nur noch in der unteren Hälfte der Top 10 und auch nur noch zweimal vertreten. Das heißt, die Infektionskrankheiten sind massiv zurückgedrängt worden. Und zum Zweiten sehen wir eine starke Verlängerung des durchschnittlichen Lebensalters, eben genau wegen dieser Verbesserung. Die Zurückdrängung der Haupttodesursachen führt automatisch zu einem längeren Leben. Wir haben mehrere Jahrzehnte Leben inzwischen dazu gewonnen für den Durchschnittsbürger. Deshalb treten plötzlich auch viel mehr im Vordergrund auf Alterserkrankungen, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Krebs zum Beispiel, die früher gar nicht so sehr von Bedeutung waren, weil einfach die Leute älter werden. Worauf sind jetzt diese Erfolge zurückzuführen? Das ist zum einen die verbesserte Hygiene, zum anderen das Entwickeln von Impfstoffen und zum dritten die Entdeckung und die Entwicklung von Antibiotika. Und dieses Dreiergespann an Maßnahmen hat die Medizin revolutioniert. Wir haben einen Großteil der absolut gefährlichen Infektionskrankheiten sehr weit in den Hintergrund drängen können. Und das war ein riesiger Erfolg für die Medizin. Dieser Erfolg basiert, wie gesagt, als Hauptstandbein auf den Antibiotika. Es ist jetzt also interessant zu fragen, was sind Antibiotika eigentlich? Und nach Salmon Waxman, einem der Entdecker der ersten Antibiotika, sind das kleine chemische Substanzen, die von Bakterien ausgeschüttet werden, um andere Bakterien im Wachstum zu inhibieren oder sie sogar abzutöten und letztlich sich eine Nische freizukämpfen im Kampf um das tägliche Nahrungsmolekül, wenn man so möchte. Die Menschen sind also hingegangen und haben solche Produzentenbakterien gesucht, um dann ihre Substanzen zu identifizieren und in großer Menge aufzureinigen
um sie dann im Kampf gegen Bakterieninfektionen einzusetzen. Und so kann man sich im Prinzip die Entwicklungsgeschichte der Antibiotika vorstellen. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ist das das klassische Beispiel. Alexander Fleming hat in einem Versuch auf einer Nähragerplatte beobachtet, dass ein kontaminierender Mikroorganismus, den er ursprünglich gar nicht in seinem Versuch vorgesehen hatte, nämlich in diesem Fall ein Schimmelpilz, das könnte aber auch ein Produzentenbakterium sein, eine Substanz ausgeschüttet hat, die dazu führte, dass in der Nähe, wo dieser Schimmelpilz lag auf der Platte, keine Bakterien wachsen konnten. Und Sie sehen, weiter entfernt davon sehen wir sehr viel Wachstum auf dieser Agarplatte von einem Krankheitserreger, Staphylococcus aureus. In der Nähe dieses Produzenten konnte dieser pathogene Stamm nicht wachsen. Und Alexander Fleming hat richtig aus diesem Kontaminierungsproblem geschlossen, dass dieser Pilz oder dieser Mikroorganismus, dieser Produzent etwas produzieren könnte, was Bakterien im Wachstum hindert oder abtötet. Schließlich konnte aus diesem Organismus das Penicillin gewonnen werden. Das ist auch heute noch eins unserer wichtigsten Antibiotika, das wir in der Medizin einsetzen. Die Struktur ist hier oben gezeigt, die müssen uns jetzt hier nicht im Detail interessieren. Was diese Struktur tut, ist, sie behindert die Bakterien im Aufbau einer Schutzhülle. Bakterien können Sie sich ähnlich vorstellen wie einen Fußball. Also Fußbälle sind ja auch etwas aus der Mode gekommen, seitdem die Fußballmatches nicht mehr so häufig stattfinden, jetzt inzwischen wieder etwas häufiger. Ein Fußball, Sie werden sich erinnern, das ist eine Blase, Gummiblase häufig, die außen drumherum umgeben ist mit einer Schutzschicht aus Leder. Und diese Lederstücke sind zusammengenäht. Wenn diese Nähte getrennt werden und Sie diesen Ball aufpusten, werden Sie sehen, dass diese Blase, diese Luftblase in der Mitte dort herausquillt und schließlich nach dem Aufpumpen der Ball platzen würde, diese Blase platzen würde. Und genau das passiert beim Bakterium. Wenn man diese Schutzhülle wegnimmt oder verhindert, dass sie aufgebaut wird, dann platzt das Bakterium. Und das kann man sehr schön an diesem Film beobachten. Wenn man auf diesem Film, jetzt kommen wir hier. Wenn Sie jetzt diese E. coli-Zellen wachsen sehen, sehen Sie, dass wenn die in der Anwesenheit von Penicillin wachsen, sie sich ausdehnen, kurze Ausstülpung bilden und schließlich platzen. Genau das ist, was dieses Penicillin bewirkt und weshalb es Bakterien abtöten kann. Nach der Entdeckung des Penicillins zwischen etwa 1930 und 1960 ist die große Zahl der Antibiotika entdeckt worden, die wir heute in der Medizin verwenden. Und Sie sehen hier im oberen Bereich der Abbildung, wann die entsprechenden Antibiotika, hier links diese Welle der Antibiotikaentwicklung bis etwa 1960, wann die Markteinführung der entsprechenden Antibiotikaklassen war. Das war so erfolgreich, diese Entwicklung von neuen Antibiotika, dass man gegen 1960 davon ausging, dass man das Infektionsproblem zumindest durch bakterielle Krankheitserreger vollkommen im Griff haben würde und dass man sich jetzt anderen Aufgaben widmen könnte in der Medizin. In den Jahrzehnten danach stellte sich raus, dass das ein Riesenfehler war, so zu denken. Was hat man festgestellt? Man hat festgestellt, dass die Industrie aufgehört hat, neue Antibiotikaklassen zu entwickeln, weil es finanziell nicht interessant war. Für ein gelöstes Problem wird man keinen Entwicklungsaufwand aufwenden, um neue Antibiotika herzustellen. Und zum Zweiten konnte man feststellen, dass es immer nur wenige Jahre dauerte zwischen der Entdeckung von einem Antibiotikum und der Entstehung der ersten pathogenen Bakterienstämme, die dieses Bakterium überleben können, die also resistent geworden sind gegen diese schärfste Waffe, die wir eigentlich entwickeln. Sodass wir ständig sehen, die Einführung von einem neuen Antibiotikum und das Entstehen oder das Berichten über die ersten resistenten Stämme. Und das ist ein wiederkehrendes Schema, das können Sie hier in dieser Grafik sehr schön verfolgen. Wenn Sie hier auf der unteren Skala aufgetragen sehen, das Auftauchen der ersten Resistenzen. Dieses Problem ist so groß geworden, dass wir heute einige Bakterienstämme haben, gegen die wir kein einziges Antibiotikum mehr einsetzen können, das gängig verwendet wird in der Klinik. Grundsätzlich ist dieses Problem schon seit einigen Jahren relativ groß und deshalb musste man dazu übergehen, bei Patienten, die durch Bakterien infiziert worden sind, nachzuschauen, gegen welche Antibiotika ist dieses Bakterium überhaupt noch resistent.
oder welche ist das resistent und gegen welche ist es noch empfindlich? Wie kann man das feststellen? Das kann man feststellen in den großen Laboratorien mit Hilfe von riesigen roboterisierten Maschinen, die nachschauen, welche Antibiotika das Wachstum von einem Bakterium verhindern. Oder das kann man im kleineren oder etwas historischeren Ansätzen ganz einfach ausprobieren, indem man so eine Bakterie hernimmt und auf einer Agar, einer Nähragarplatte, einem Nährboden ausstreicht. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie das Topping auf so einem Kuchen, auf einem Früchtekuchen. Da kann man auch Agar für hernehmen, wenn man das möchte. Was man dann tut, ist, dass man diese Bakterien hier drauf aussät und dann kleine Filterplättchen drauflegt, die jeweils mit einem bestimmten Antibiotikum inkubiert sind. Dann lässt man die Bakterien wachsen und wenn auf dem Filterplättchen ein Antibiotikum ist, das noch wirkt, dann sehen wir, dass in der Nähe dieses Plättchens keine Bakterien wachsen und in der Nähe von Plättchen, wo Antibiotika drauf sind, gegen die das Bakterium resistent ist, sehen wir Bakterienwachstum. Diese Information kann dann der Mediziner anwenden, um das beste noch wirksame Antibiotikum herauszusuchen und damit die Behandlung einzuleiten. Das ist so ein Weg, wie man derzeit immer noch trotz Resistenzproblem relativ gut mit Antibiotika behandeln kann. Die Resistenzkrise ist allerdings in den letzten Jahren so akut geworden, dass man sich auch in der Politik weltweit, innerhalb der G7, der WHO, aber auch in vielen nationalen Initiativen Sorgen und Gedanken darüber gemacht hat, wie können wir diese Antibiotika-resistenten Keime bekämpfen. Und die WHO hat 2017 eine Liste herausgebracht mit dem Dutzend der drängendsten Antibiotika-Resistenzprobleme. Und diese Liste ist hier aufgelistet. Sie sollen sich die gar nicht im Detail durchlesen. Was ich Ihnen hier aber markiert habe in Gelb, sind die Stämme, die Antibiotika-Resistenzprobleme, die auftreten durch Bakterien, die resistent geworden sind gegen Penicilline und Penicillin-ähnliche Antibiotika. Weshalb ist das jetzt, und Sie sehen, das ist etwa die Hälfte dieser Probleme. Weshalb ist das jetzt besonders bedrohlich für die Menschheit und vielleicht auch für die Schweizer Bevölkerung? Das ist hier auf der rechten Seite oben zu sehen. Und zwar ist hier aufgetragen, welche Antibiotika eigentlich hauptsächlich verwendet werden. Und da stellt man fest, 2/3 der Antibiotika, das sind die Orangenen, die Cephalosporine und die Penicilline. Das sind diese Penicillin-ähnlichen Antibiotika. Die machen 2/3 aller Anwendungen aus. Die übrigen Antibiotikaklassen also viel weniger wichtig. Das heißt, unsere wichtigsten Antibiotika verursachen ausgerechnet die meisten Resistenzprobleme. Und hier sieht man schon einen ersten Zusammenhang zwischen Anwendung und der Entstehung oder Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen. Das hat also irgendwas kausal miteinander zu tun. Jetzt schauen wir uns mal das aktuelle Resistenzgeschehen in der Schweiz an. Das Bundesamt für Gesundheit monitort das sehr genau, wie viele resistente Erreger welcher Klasse sehen wir. Und auch hier werden die unterschiedlichsten Infektionen gelistet. Diese Grafik des BAG, die ich hier zeige, zeigt 5 solche Antibiotikaresistenzen oder resistenten Bakterien, Bakterienklassen, Bakterientypen und die entsprechenden Resistenzen. Und auch hier möchte ich gar nicht, dass Sie sich anschauen, welche das genau sind, sondern auch hier habe ich wieder diesen Farbcode in Gelb hinterlegt, solche Bakterien, die resistent sind gegen Penicilline und die Penicillin-ähnlichen Antibiotika. Die sind auch hier sehr, sehr prominent vertreten und wir sehen, dass zum Beispiel unter den diesen resistenten E. coli-Stämmen, das wären hier diese rosanen, derzeit zwischen 10% und 15% aller E. coli-Isolate, die wir im Spital und in der Diagnostik sehen, in der Schweiz resistent sind gegen unsere beliebtesten Antibiotika. Also wir haben auch in der Schweiz ein akutes Resistenzproblem. Jetzt können wir uns fragen, wo kommen denn eigentlich diese Resistenzen her? Und dafür habe ich Ihnen diese Liste hier präpariert, die auf dem nächsten Slide zu sehen sein wird. Na, fantastisch. Augenblick. Jetzt haben wir hier gerade
ein Bedienungsresistenzproblem beim PowerPoint-Programm. Das wird gerade neu gestartet und wir werden uns hier vorbeamen auf die korrekte Folie und dann einfach weitermachen, als ob gar keine Resistenz aufgetreten wäre. Wo kommen jetzt diese Antibiotikaresistenzen her? Diese Antibiotikaresistenzen lassen sich im Prinzip auf drei verschiedene Mechanismen zurückführen, die ich Ihnen hier aufgelistet habe. Sie sehen auf der linken Seite in dieser Tabelle, in der linken Spalte, die Art des Resistenzmechanismus, wie also Bakterien resistent werden können. In der zweiten Spalte sehen Sie einige Beispielantibiotika, gegen die dieser Resistenzmechanismus zum Beispiel wirkt. Dann, wie diese Resistenzen entstehen, in der dritten Spalte. Und in der vierten Spalte einige Beispiele für pathogene oder möglicherweise pathogene Bakterien, die solche Resistenzmechanismen anwenden. Der erste Resistenzmechanismus in dieser Tabelle sind die Effluxpumpen. Kann man sich vorstellen wie ein Abwasserentsorgungssystem für die Bakterien. Die haben ja einen Stoffwechsel, das heißt, sie haben auch toxische Stoffwechselendprodukte, die sie loswerden müssen. Und dafür haben sie Pumpen, die diese Stoffwechselendprodukte einfach in die Umwelt hinauspumpen, ohne Klärwerk. Wenn jetzt solche Pumpen stärker exprimiert werden, also überproduziert werden, dann können die sehr wohl nicht nur Abfallprodukte, sondern auch Antibiotika gleich mit aus der Bakterienzelle hinauspumpen. Und das führt dazu, dass das Bakterium resistent wird gegenüber dem Antibiotikum. Wenn jetzt so ein resistentes Bakterium auftritt, kann es auch einen zweiten Mechanismus zugrunde liegend haben. Und zwar ist das eine Mutation, eine Veränderung in der Erbsubstanz der Bakterien. Die tauchen relativ häufig auf, weil bei der Herstellung neuer Bakterien-DNA auch immer ein paar Fehler gemacht werden. Solche Fehler, einfache Fehler, ein einziges Nukleotid, ein einziger kleiner Austausch ist da zum Teil schon genug, um die Zielstruktur, an die das Antibiotikum eigentlich binden sollte, um das Bakterium zu töten, um die so zu verändern, dass das Antibiotikum gar nicht mehr binden kann. Und dadurch wird das Bakterium resistent gegen das entsprechende Antibiotikum. Und der dritte Mechanismus ist eine enzymatische Veränderung des Antibiotikums selbst, sodass es entweder kaputt gemacht wird oder chemisch modifiziert wird, sodass es nicht mehr an seine Zielstrukturen binden kann und damit das Bakterium auch nicht mehr abtöten kann. Das Gemeine an diesem dritten Mechanismus ist, dass er häufig auf Resistenzplasmiden kodiert ist. Und diese Resistenzplasmide sind im Prinzip kleine kreisförmige Stücke von DNA, die sich von selbst von einer Bakterie in die nächste schleusen können. Das schauen wir uns gleich noch an. Und damit kann sich dieser Resistenzmechanismus sehr, sehr effizient von einer Bakterie zur nächsten weitergeben und damit zu einer lawinenartigen Verbreitung von Resistenzen führen. Wie gesagt, schauen wir uns gleich noch an. Wir sind auf so einen Mechanismus gestoßen und die Bedeutung von so einem Mechanismus gestoßen bei unseren eigentlichen Untersuchungen im Labor, die eigentlich zum Ziel haben, zu verstehen, wie Salmonellen Durchfall auslösen. Salmonella Durchfall, kennen Sie, bekommt man vom Essen kontaminierter Nahrung und dann wird man oral infiziert. Da sehen Sie, dass nach einer Aufnahme von kontaminierter Nahrung sich die Bakterien dann im Darm vermehren und es nachher zu einem Salmonella-Durchfall kommt. Wir untersuchen jetzt im Labor, wie Salmonellen diesen Durchfall auslösen und wozu das eigentlich gut ist aus Sicht der Bakterien, der Salmonellen. Was passiert ist nämlich, dass die Salmonellen im Darm ankommen und dort auf eine riesige Bakterienzahl treffen, und zwar unsere normalen Darmbakterien, die wir auch Mikrobiota nennen, haben Sie bestimmt auch in der letzten Zeit schon von gelesen. Und diese Mikrobiota haben im Prinzip den Bereich im Darm, den Salmonella eigentlich besiedeln müsste, um effizient sich zu vermehren, schon besetzt. Und um diese Mikrobiota zu bekämpfen, hat Salmonella einen Trick evolviert. Es verwendet Virulenzfaktoren, um ins Gewebe einzudringen. Also wir sehen, dass die Salmonellen nach der Infektion in die Darmwand, in das Darmgewebe eindringen und das löst dann nachher eine Entzündungsreaktion aus. Und diese Entzündungsreaktion, die führt dann dazu, dass die Mikrobiota im Darmlumen absterben und die Salmonellen sich effizient vermehren können und damit effizient übertragen werden können auf den nächsten Wirt.
Wir haben bei unseren Untersuchungen dann festgestellt, dass nicht nur die Salmonellen sich im Darmlumen vermehren können, sondern sie können obendrein, und das ist jetzt wichtig, merken Sie sich das, gleichzeitig ein Reservoir im Gewebe des infizierten Wirtes bilden. Und dieses Reservoir kann Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre dort überleben, lokal. Und ab und zu kann dann von dort wieder eine Salmonelle ins Darmlumen abgegeben werden, wacht letztlich aus so einem Dornröschenschlaf wieder auf, wird abgegeben ins Darmlumen, kann dort vielleicht wieder zum Durchfall führen, kann aber, und das war jetzt unsere Arbeitshypothese, möglicherweise auch Resistenzplasmide über Jahre hinweg im Wirtsgewebe lagern. Und das haben wir in einer Studie untersucht, die ich hier in einem Slide einfach kurz vorstellen möchte. Wir haben im Prinzip so eine Infektion durchgeführt mit einem Salmonella-Stamm, der so ein Resistenzplasmid trägt. Das ist dieser kleine gelbe Kreis hier angedeutet. Wie gesagt, invadieren die Bakterien ins Gewebe und bilden dann so ein Reservoir aus. Und das bleibt dort schlummernd im Gewebe, selbst wenn der Wirt wieder genesen ist. Die Bakterien sind also gar nicht mehr nachweisbar. Die Maus, in unserem Fall eine Labormaus, ist gesund. Wenn jetzt ein zweites Bakterium diese Maus später einmal infiziert und so ein Plasmid gar nicht trägt, das wäre hier das infizierende zweite Bakterium, und sich dann im Darmlumen vermehrt und dann plötzlich so ein Aufwachprozess stattfindet, sodass ein Plasmid wieder im Darmlumen landet, dann kann dieses Plasmid weitergegeben werden wie eine Lawine an diese eigentlich plasmidlose Bakterienpopulation. Und so kann dieses Darmreservoir, dieses Gewebereservoir, das das Pathogen, die Salmonelle im Darm ausbildet und das eben auch diese plasmidhaltigen Salmonellen lagert, dazu dienen, ein Plasmid von einem Bakterienstamm auf den nächsten zu übertragen. Wie das genau passiert, das weiß man relativ detailliert. Und zwar kodieren diese Plasmide ein spezielles Organell, eine riesige Röhre, eine DNA-Pumpröhre, wenn man so möchte, wie eine Pipeline, Nord Stream 2 vielleicht, aber eben nicht für russisches Öl, sondern für das Plasmid selbst. Dadurch wird im Prinzip diese Pipeline, diese Röhre ausgebildet zwischen einem Donor, einem abgebenden Bakterium und einem noch plasmidlosen Bakterium. Und durch diese Röhre kann im Prinzip das Plasmid in das nächste Bakterium hineinwandern. Dann wird diese Röhre wieder aufgelöst und Röhren werden zu den nächsten Bakterien ausgebildet, sodass dann sich dieses russische Erdöl oder in diesem Fall die Plasmide von Bakterium zu Bakterium rasend vermehren können. Was können wir jetzt dagegen tun? Sind wir komplett hilflos? Die Antwort ist zum Glück nein. Wir können zum einen die Entstehung von neuen resistenten Stämmen vermeiden. Und das hatten wir ja schon besprochen. Resistente Stämme tauchen zum Beispiel durch Mutationen auf oder durch das Empfangen von Resistenzplasmiden. Und wenn man die Vermehrung von Bakterien, von pathogenen Bakterien, wo diese Resistenzen ausgerechnet überhaupt nicht gewünscht sind, verhindern kann, zum Beispiel durch Vaccinierung oder durch Erhöhung der Gesundheit im Tierbestand oder bei den Menschen, dann wird auch dieses Resistenzproblem kleiner. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, weniger Antibiotika einzusetzen. Und das hat sogar zwei positive Effekte gleichzeitig, wenn man weniger Antibiotika einsetzt. Das kann man sich am einfachsten daran klar machen, dass man nachschaut, was passiert, wenn ich Antibiotika einsetze. Und wenn ich das tue, das ist hier in dem Bild auf der rechten Seite gezeigt, und ich schon ein resistentes Bakterium zum Beispiel in meinem Darmökosystem trage, dann wird die Gabe von einem Antibiotikum, gegen das dieses Bakterium resistent ist, alle anderen Bakterien unterdrücken und letztlich Platz schaffen für eine Blüte, für eine starke Vermehrung, wellenartige Vermehrung von diesem resistenten Bakterium. Und das ist von hier nach dort zu sehen. Zweiter Effekt, der passiert ist, dass die Bakterien während der Vermehrung im Darmlumen immer ein paar Mutationen aufsammeln in ihrer Erbsubstanz. Und wenn dort Resistenzmutationen zufällig auftreten, dann werden die automatisch auch selektiert. Und das ist an diesem gelben Beispiel hier, diese gelbe Population gezeigt. Und das wird verhindert oder weniger häufig gemacht, weniger wahrscheinlich gemacht, wenn man weniger Antibiotika einsetzt. Und die dritte Strategie, die wir zur Verfügung haben, ist sicherlich die Eindämmung der Verbreitung von resistenten Stämmen. Und hier kann man ein sehr schönes Beispiel aus der Spitalhygiene zeigen. Und zwar haben wir in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gesehen, dass auf den Intensivstationen mehr und mehr
Patienten zu liegen kamen, die an multiresistenten oder hier methicillinresistenten Staphylococcus aureus Stämmen infiziert waren. Das sind Wundinfektionserreger, die gegen so gut wie alle Antibiotika, die wir damals zur Verfügung hatten, resistent waren. Und das war natürlich ein riesiges Problem. Auf Intensivstationen liegen vor allen Dingen Leute, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Die haben häufig eine Operation hinter sich, also häufig Operationswunden, die sich gut infizieren können, sodass wir im Prinzip ein Worst-Case-Szenario vor Ort hatten. Und das war ein Riesenproblem. Man sah die Zunahme von Jahr zu Jahr. Das ist hier auf der linken Seite gezeigt. Das war ein Riesenproblem und wurde auf den Fachkongressen sehr, sehr stark diskutiert. Man hat dieser Ausbreitung sehr gut beikommen können, indem man die Hygienebedingungen massiv hochgefahren hat. Jetzt werden die Patienten, bevor sie in die Intensivstation kommen, gescreent, also es wird nachgeschaut, haben die diese Bakterien schon, sodass sie die da gar nicht erst groß verbreiten können. Wenn sie sie haben und wenn so ein Patient auf einer Intensivstation liegt, dann wird er ganz streng isoliert. Alle Bereiche, die von ihm kontaminiert worden sein könnten, werden geräumt, desinfiziert und erst dann werden wieder neue Patienten in diese Intensivstation aufgenommen. Und dieses sehr strikte Regime ist zwar sehr aufwendig, hat sich aber sehr, sehr bezahlt gemacht, denn wir schaffen es im Prinzip kontinuierlich, die Bedeutung dieser mRSA-Stämme zu reduzieren. Das ist die Abnahme der gelben Kurve auf der rechten Grafik hier. Und da muss man der Spitalhygiene wirklich ein Kränzchen binden. Die haben es geschafft, durch sinnvolle Maßnahmen, durch strikte Einhaltung von Hygienemaßnahmen ein wichtiges Infektionsproblem sehr stark zu reduzieren. Und jetzt werden Sie sagen, naja, wieso redet ihr nicht von der Entwicklung neuer Antibiotika? Und dieses Slide ist nicht falsch, sondern das ist wirklich leer. Und das ist deshalb leer, weil die Großindustrie derzeit keinerlei Interesse daran hat, finanzielles Interesse daran hat, keine Anreize existieren, neue Antibiotika zu produzieren. Es gibt einige kleine Firmen, Start-up-Firmen oder akademische Gruppen, die sich mit der Entwicklung und Entdeckung neuer Antibiotika beschäftigen. Und ein Beispiel ist zum Beispiel Polyfor in Basel. Aber im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, das Geschäftsmodell rechnet sich nicht. Und das rechnet sich aus zwei Gründen nicht. Das erste ist, dass die Antibiotika einfach billig sind. Was wir heute verwenden, wenn Sie zum Arzt gehen, eine Bakterieninfektion haben und behandelt werden, dann sind die Medikamentenkosten dafür irgendwo zwischen 10 und 100 Franken zumeist für die komplette Therapie. Und Sie können davon ausgehen, dass Sie in den allermeisten Fällen nach 10 Tagen komplett genesen sind. Und jetzt versuchen Sie mal das Gleiche mit einer Krebsbehandlung. Gehen Sie mal zu Ihrem Arzt und erwarten, dass Sie in 10 Tagen geheilt sind. Und das auch noch für 10 bis 100 Franken. Das gibt es nicht. Das heißt, wenn man ein neues Antibiotikum entwickeln will und dafür 1 Milliarde Entwicklungskosten hat, dann hat man als Financial Return, als Firma, so gut wie kein Einkommen. Für die gleiche Entwicklungsarbeit kann man ein Krebsmedikament erzeugen, das dann für 50.000 oder 100.000 Franken pro Therapie verkauft werden kann. Da ist Business. Das zweite Problem ist, wenn man mit einer neuen Klasse von Antibiotikum daherkommt, das Erste, was die Mediziner machen, und das ist ganz natürlich, dass sie das tun, ist, sie legen das ganz oben aufs letzte Regalbrett. Das wird einfach absichtlich nicht angewendet, um möglichst wenig Resistenzen gegen dieses Antibiotikum zu selektieren. Und das ist ganz wichtig, dass das auch getan wird. Hat ist natürlich ganz dramatisch schlecht für jede Art von Geschäftsmodell. Man gibt 1 Milliarde Franken aus für die Entwicklung. Und das Erste, was die Kunden tun, ist, das entwickelte Produkt gar nicht erst zu verwenden. Eben, weil es übrig bleiben soll für die allerschwersten Fälle, um dann eingesetzt werden zu können, wenn die anderen Antibiotika einfach gar nicht mehr wirken. Das ist der Grund, weshalb wir hier nicht weitergekommen sind oder nur sehr kleine Tippelschritte letztlich gehen in diesem Wettlauf mit den Antibiotikaresistenzen. Was tut man stattdessen? Es hat sich jetzt hier dieser One-Health-Ansatz sehr bezahlt gemacht. Man schaut sich an, wo kommen eigentlich die meisten Infektionen her, die wir bei Menschen sehen. Diese Infektionen kommen zumeist irgendwo aus dem Nutztierbestand. 60% der Infektionen haben zumindest teilweise einen Ursprung im Nutztierbestand. Und dieser One-Health-Ansatz sagt jetzt, wenn wir es schaffen, die Zahl der resistenten Bakterien oder die Entstehung von resistenten Bakterien im Nutztier und
in den einzelnen Schritten bis hin zum Konsumenten zu verringern, dann werden wir automatisch auch das Auftreten von Resistenzen bei den Menschen verringern, von resistenten Bakterien bei den Menschen verringern. Und damit bin ich auch am Ende meiner Vorlesung angekommen und möchte Ihnen hier noch kurz vorstellen, die Aktivitäten, die wir in der Schweiz haben. Der Gesetzgeber ist sehr stark daran interessiert, mittels Gesetzgebung sicherzustellen, dass möglichst wenig Antibiotika eingesetzt werden, dass sie möglichst sinnvoll eingesetzt werden. Dann haben wir bei der Hygiene in Veterinärmedizin, also Landwirtschaft, Humanmedizin, eine sehr starke Tendenz dazu, möglichst wenig Antibiotika einzusetzen und diese möglichst gezielt einzusetzen, um die Ausbreitung und Entstehung von Resistenzen möglichst zu minimieren. Dann gibt es einige einzelne Beiträge, wie zum Beispiel, wie gesagt, diese Firma in Basel, die eine neue Antibiotika-Klasse gerade in Stufe 3 klinischen Studien hat, oder Arbeitsgruppen wie zum Beispiel die von Jörn Piel, die nach neuen Antibiotika hier an der ETH sucht, oder von Martin Lössner, der Bakteriophagen versucht einzusetzen als Alternative zu Antibiotika. Und dann gibt es öffentlich geförderte Forschungsprogramme, wie zum Beispiel diese zwei NCCRs, also das sind nationale Forschungsprogramme, die vom Schweizer Nationalfonds gefördert sind, zur Bearbeitung des Antibiotikaresistenzproblems und zur Entwicklung von des Wissens über Mikrobiome und ihre Funktion, um neue Grundlagen für die Entwicklung neuer Klassen von Antibiotika zu gewinnen. Und als letztes möchte ich mich noch bei den Kollegen aus dem Konsortium bedanken, mit denen zusammen wir diese Plasmid-Transfer-Geschichte und das Reservoir im Würzdarm erarbeitet haben. Das ist ein Projekt, das wurde auch vom Nationalfonds gefördert, auch von einer privaten Stiftung, der Gebert-Rüff-Stiftung. Und hier werden Sie sehen, ich habe Ihnen hier aufgelistet die Teilnehmer an diesem Konsortium und einige von denen werden Sie kennen. Die Tanja Stadler zum Beispiel, die berechnet täglich die R-Werte von Covid-19, und der Martin Ackermann ist der Leiter der Covid-Taskforce. Sie sehen also an dieser Stelle, dass sowohl Tanja Stadler wie auch Martin Ackermann ein Leben vor Covid-19 hatten in der Forschung und was sie dort eigentlich getrieben haben. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nun auf Ihre Fragen. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Wir steigen gleich ein. Wenn eine Person oft Antibiotika verschrieben bekommt, ist sie dann besonders gefährdet, dass Antibiotika nicht mehr wirken? Davon kann man ausgehen, weil davon geht man statistisch aus. Da gibt es gute statistische Belege für, dass das der Fall ist. Ob das bei jeder einzelnen Person wirklich passiert, ist wieder was anderes. Aber im Durchschnitt korreliert sehr gut, sehen wir einen sehr engen Zusammenhang zwischen der Verwendung von Antibiotika, der Intensität, der Häufigkeit, der Länge der Behandlung mit Antibiotika und dem Besiedeln mit antibiotikaresistenten Bakterien in den entsprechenden Personen oder Tierbeständen, was auch immer man genau anschauen will. Das heißt, auch jeder Patient sollte selber sich fragen, brauche ich das wirklich? Nein. Nicht. Nein, der sollte dem Arzt vertrauen, dass der sich das fragt. Okay, also der Arzt sollte sich immer fragen, ist das wirklich nötig? Der Arzt sollte sich das fragen und der Patient sollte dem Arzt glauben. Das ist etwas, wo unser Gesundheitssystem gerade zum einen natürlich etwas, es wird ein bisschen verallgemeinert, dadurch, dass jeder im Prinzip seine Erkrankung googeln kann. Aber die Arbeit der Ärzte wird zum Teil dadurch wirklich erschwert. Also deshalb bestehe ich darauf, dass das möglichst in der Hand des Arztes bleibt, der wirklich die Ausbildung auch in allen Richtungen hat. Gut, die Frage ist aber die gleiche, ist es nötig und so wenig wie möglich? Ja. Warum gibt der Staat nicht einfach den Auftrag, Antibiotika zu entwickeln und finanziert das? Das ist, wenn die Antibiotika hinten rauspurzeln, prima. Letztlich ist das mit dem Covid-19-Vakzin und dieser Operation Warp Speed in den USA jetzt auch passiert. Da ist jetzt kein Antibiotikum, sondern ein Vakzin entwickelt worden. Aber im Prinzip ist sowas denkbar. Aber diese Finanzierungsmodelle, die werden angedacht und dann wird geschaut, wie kann ich das praktisch umsetzen? Was würde passieren, wenn so eine Firma ankommt und nehmen wir mal an, die kriegt diese Milliarde Franken, jetzt entwickel uns mal das Antibiotikum und dann wird eins entwickelt, das aber nachher, wenn es breit angewendet werden soll, plötzlich in 0,1% der behandelten Patienten schwere Nebenwirkungen auslöst.
dann kann das Antibiotikum plötzlich nicht verwendet werden, die Milliarde ist weg und letztlich kommt der Erzeuger, der nachher auch den Gewinn hat, finanziell relativ leicht davon. Also diese Balance, die eigentlich so ein Marktspiel sicherstellen kann, die ist dann auch nicht immer gegeben. Also es ist nicht so ganz einfach. Da haben viele schlaue Leute schon sich Gedanken drüber gemacht. Man ist noch zu keiner einfachen Lösung gekommen. Mhm. Gut. Welche Alternativen gibt es zu Antibiotika, zum Beispiel aus der Natur? Also das, wenn man eine schwere, das Beste ist eigentlich immer, Infektionen zu vermeiden. Das kann man aus der Natur am besten tun, am möglichst Abstand halten von den mit gefährlichen Bakterien kontaminierten Bereichen der Natur. Das wäre die einfachste und auf jeden Fall sichere Antwort. Welche sind das? Naturheilmittel gegen Infektionskrankheiten, ja, wo nur Antibiotika helfen. Da sehen Ärzte zum Teil, dass Kinder eben von ihren Eltern keine Genehmigung bekommen, behandelt zu werden mit Antibiotika, eben aus so einer Vorstellung, dass man das vielleicht auch homöopathisch oder mit alternativen Mitteln regeln kann. Und diese Kinder haben häufig schlechtere Karten als andere. Also das ist ein ganz heikles Thema, nach Alternativen zu fragen. Die Antibiotika, wenn sie richtig eingesetzt werden, sind im Prinzip eine sehr scharfe und sehr präzise Waffe. Ich glaube, die Frage zielte vielleicht auch darauf ab, ob es in der Natur Stoffe gibt, die wirken wie Antibiotika. So sind ja im Prinzip sind Antibiotika Naturstoffe. Das muss man darauf direkt antworten. Die sind im Prinzip aus Produzenten, aus natürlichen Produzenten, im Prinzip Bodenbakterien meistens, manchmal auch Pilzen, isoliert worden, gewonnen worden und dann einfach im Labor überproduziert worden oder dann in der Großindustrie überproduziert worden. Das sind eigentlich Naturprodukte. Und jetzt Antibiotika und Naturprodukte gegeneinander zu stellen, das passt vom Prinzip her nicht. Das sind Naturprodukte, nur dass sie nicht beim Homöopathen verkauft werden, sondern dass sie industriell im großen Maßstab hergestellt werden. Und was das bringt, das sieht man einfach an der Zunahme der Lebenserwartung. Mhm. In den Gruppen der Menschheit, wo ausreichend Antibiotika zur Verfügung stehen. Wir gehen jetzt Richtung Ernährung. Wenn ich Fleisch im Supermarkt kaufe, ist da Antibiotika drin? In der Schweiz nein. Das wird sehr sicher vom Gesetzgeber geregelt und durch diese ganzen Anwendungsverordnungen sichergestellt. Im Prinzip, wenn ein Nutztier durch Antibiotika behandelt worden ist, dann gibt es sehr, sehr lange Zeiten, bis das wieder ausgewaschen worden ist, dass man sicherstellen kann, dass im Tierfleisch eigentlich keine Antibiotika sind. Das ist anders, wenn man in andere Länder geht, in andere Zonen. Das war ein riesiges Problem. Darf Rindfleisch, was sind eigentlich die Antibiotika-Richtlinien für Rindfleisch, das zum Beispiel aus den USA nach Europa importiert wird? Und in diesen ganzen Handelsvereinbarungen sind eben dann, da kann man sagen, okay, das ist ein Handelshemmnis. Umgekehrt kann man sagen, nein, es ist ein gesundheitspolitisches Bedürfnis, möglichst wenig Antibiotika-Behandlung in dem Fleisch oder Reste von Antibiotika noch in dem Fleisch zu finden, das man importiert. Das muss auf der politischen Ebene ausgefochten werden, aber am besten immer mit Hinblick auf, was verursacht eigentlich so eine Antibiotika-Behandlung im Fleisch. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, wenn ich in der Schweiz Schweizer Fleisch kaufe, ist kein Antibiotika drin. Wenn das Fleisch aber aus Argentinien, Deutschland oder Ungarn kommt, nein, kann Deutschland, es sein. EU nein. EU auch nicht. Das ist im Prinzip gleich wie in der Schweiz. Okay. Aber grundsätzlich ist natürlich, das ist die Wunschvorstellung. Und wenn ein krankes Tier dann doch mal behandelt werden musste und so ein Tier dann doch im Verkauf landet, dann ist das nicht immer ganz auszuschließen. Das sind halt diese Restrisiken, die in so einem System, wo auch Tierheilmittel Antibiotika beinhalten, ist nicht ganz auszuschließen. Also jetzt kategorisch zu sagen, der Hart hat gesagt, das Fleisch hier aus der Migros, das darf überhaupt kein Antibiotikum enthalten, das wäre wahrscheinlich fahrlässig aus Sicht eines Wissenschaftlers. Denn wenn wir sagen, das ist so, dann sagen wir nur, das ist so, wenn wir uns zu 100% sicher sind. Okay, gut. Also nicht festnageln. Gut, wir lassen das so stehen. Sie haben gesagt, 60% der Resistenzen stammen vom Tier. Ja.
Sollte man am besten darauf verzichten, Fleisch zu essen? Am besten, das ist jetzt wieder so eine sehr dogmatische Frage. Grundsätzlich ist die mit dem One Health Konzept die Tierhaltung so harmlos gemacht worden in Richtung der Antibiotikaresistenzen, dass das eigentlich kein Grund ist, auf Fleisch zu verzichten. Gerade in der Schweiz, wenn man darauf achtet, auch noch, wo das Fleisch eigentlich wirklich herkommt, wenn das aus kleineren Tierhaltungen kommt, wo nicht auf einmal ein riesiger Tierbestand ist, wo 1, 2, 3 Tiere vielleicht krank aussehen und wo man sich dann fragen muss, wie viele Tiere drumherum behandelt werden können, sondern wo vielleicht nur wenige Tiere, Nutztiere pro Hof vorhanden sind, dann kann man schon für sein eigenes Risikobedürfnis sehr, sehr gezielt auswählen, wo bekomme ich mein Fleisch her und das dann auch sehr, sehr guten Gewissens konsumieren. Gut, das waren die Fragen, Herr Hart. Herzlichen Dank für die vielen Informationen, gerne, die Sie uns geliefert haben.